Freut mich, dass ihr bei einer neuen Folge von Fairy Legends of Avalon wieder mit von der Partie seid, aber ein großes Aber, bevor ich jetzt in der Folge mit Oberon rede und vielleicht das Spiel beenden werde, ich weiß es nicht, möchte ich doch noch ein paar Nebenquests abhandeln. Ja, das möchte ich tun, und zwar erstmal in der Stadt der Illusionen, in der wir waren. Ha, gerade durch den Spiegel und schon geht's wieder zurück. Mal schauen, was es da noch so zu erledigen gibt. Ich brauche noch das Stück Stoff. Ich rede nochmal mit allen Bewohnern. Eigentlich brauche ich ja auch noch die Krüge. Für den hier. Ach Gott, ja. Und schon sind wir wieder da, ne? Schön. Aber wir nehmen Aziel mit. Komm mit. Hallo, mein Hübscher. Was kann ich für dich tun? Ein Kuss wäre angebracht. Aber erstmal möchte ich, dass du mich begleitest gegen Grimm. Grimm, die Grimm, Grimm. So. Selim nehmen wir noch mit, oder? Wollen wir... Nee, komm. Wir nehmen Drake mit. Schnur, Schnur, guter Drache, alles klärchen. Ja, ja, mag dich mehr, begleiten. So, du ersetzt Selim. Suppi. Gut, meine Lieblingsgefährten habe ich dabei. Das heißt, ja, wir streifen hier noch ein bisschen durch die Gegend. Ich suche jetzt doch nochmal die Krüge. Irgendwo müssen die ja sein. Hier hinten am Arsch des Skarabäus. Ja, und im Armviertel, genau, da wollte ich auch nochmal mit allen sprechen. Vielleicht gibt es da ja auch noch wichtige Informationen. Bloß, wo ist jetzt wieder dieser... ja, dieser Eingang zu dem Art Dungeon? Hier nicht. Hier, da ist er doch. Gut, ich schaue nochmal rein. Irgendwo muss das ja sein. Außerdem will ich nochmal mit dem Jindare da drinnen quatschen. So, ich durchsuche nochmal alle Gänge. Also hier geht's nicht lang. Ich beeile mich auch. In der Folge werden wir wohl jetzt nicht mehr dazu kommen, mit Oberon zu quatschen. Aber in eine der nächsten oder in der nächsten wahrscheinlich hier danach. Ja, hier ist nur Haut vom ja, Käfer. Skarabäus ist ja nichts anderes wie ein riesen ägyptischer Käfer. Hier hinten ist unser Djinn. Sagt der noch was? Huch, einmal geschwebt. Ihr niederträchtigen, herzlosen Kreaturen, wie könnt ihr es wagen, vor den Djinn zu treten, nachdem ihr seine Karriere als Magier ruiniert habt? Anscheinend, ja. Weiß der, was wir getan haben, aber egal. Wir haben doch nur dafür gesorgt, dass der Fluch aufgehoben wird. Gut, dann wollen wir dich nicht weiter beim Schmollen stören. Lebe wohl. Genau, schmoll weiter. Tschüss, auf Wiedersehen. Hätten wir wahrscheinlich gegen den gekämpft, wäre der schwarze Nebel um den herum bestimmt verpufft. Aber nein, haben wir nicht. Oh. Die waren vorher noch nicht da. Oder? Was ist das? Mumien und Mumienkönig. Huch. Ist bestimmt der König hier mit dem Hütchen. Die sind neu. Gegen Mumien haben wir noch nie gekämpft. Krass. Das ist neu. Und da hinten sind bestimmt die Krüge. Garantiert. Haha, wir haben es doch noch abgeschlossen. Oder sind am Abschließen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die richtigen Gefährten dabei haben. Ich glaube, elektrische Ladung ist ganz gut. Nein, ist nicht so gut. Feuer ist, glaube ich, besser. Weil Mumien brennen leicht. Ich habe es zwar noch nie ausprobiert, aber ich kann es mir gut vorstellen. Eisgeschoss? Ach, wir haben ja jetzt auch unser Eisgeschoss, genau. Aber Feuerball ist besser. Wir entzünden erstmal jede Mumie. Sehr schön, geil. 70. Gut, dass wir Drake mitgenommen haben. Geil, geil, geil. Das klappt jetzt gut. Das wird jetzt ein Fest. Ein Damage-Dealer-Fest. Die Mumien sollten ruckzuck das Zeitliche segnen. Okay, das Zeitliche haben sie schon gesegnet. Sind ja wieder auferstanden, aber sie sollten ruckzuck besiegt sein. Ach komm, was wollt ihr? Vor euch habe ich keine Angst. Ihr schwächlichen Mumien. Was war das? Erdrutsch? Na gut, so schwächlich sind sie jetzt nicht. Machen schön viel Schaden. Was ist das jetzt? Ja. Drake sollte vielleicht dann doch mal von Aziel geheilt werden. Du richtest eh nicht viel Schaden an. Dann kannst du auch mal uns heilen, ne? Und haust mal einen Angriff gegen den hier raus. Dann ist der
in der nächsten Runde down. So schnell geht das. Und so schnell haben wir dann die Krüge da hinten, hoffentlich. Nee, ich mach Feuerball, weil der ist glaube ich, eh weg. Dann, wenn er jetzt noch ein paar Mal brennt. Haha, 70. Ich muss mal einen kritischen landen. Aber Mumien gibt's auch in jedem Rollenspiel fast. Wie Zombies, Ghule oder irgendwas Untotes gibt's in jedem. Skelette, irgendwas. Nennt mir mal ein Spiel, wo es keine Untoten gibt. Gibt's nicht. Findet man nirgendwo. Komm, den haben wir mal mit 3 Feuerbällen weg. Ist ja klar, wir machen... Oh, 78, geil! Ich wollte gerade sagen, wir machen mehr Schaden. Aber stimmt ja gar nicht, Drake macht Hammerschaden. Yes, ist weg. Und die andere auch gleich. Ja, also die ist nur zum Heilen da. Denn Drake hat schon wieder einiges Mist. Einiges an Lebensenergie verloren. Okay, dann nehmen wir doch mal einen Heiltrank. Ich habe hier noch genug. Und ich glaube, das Spiel ist eh bald zu Ende. Wir benutzen mal einen großen Heiltrank. Das habe ich noch nie gemacht. Und dann greifen wir die halt nochmal. Nochmal an. Und wieder voll. Mist, einmal ausgewichen. So, aber guck mal, die brennt und die ist weg. Die ist so gut wie weg. Feuerball, hier. Auf den King. Ich bin hier der König. Nein, bist du nicht. Du bist gleich der Tote. Ach, tot ist er ja schon. Oh, du bist gleich der vernichtete König, sage ich jetzt. Meteorensturm. Sehen wir das auch nochmal. Diese paar Bällchen, die runterfliegen. Geil. Geil. Diese Feuermagie finde ich richtig klasse. Und durch unsere neue, verbesserte Waffe machen wir ja noch mehr Schaden. Falls es dann nachher noch zum Gefecht kommt, zum riesengroßen Gefecht, was weiß ich, zum Endgefecht, werden wir ja sehen, wer stärker ist. Ach komm, weil es so schön ist, machen wir nochmal einen Blitzfelsen. Auch wenn der wahrscheinlich kaum was abzieht. Ja. Aber immerhin dürfen wir den Gnadenschuss dem König geben. Supi. Naja, vielleicht steigen wir ja sogar noch ein Level, wer weiß. Dann holen wir mal hier die Kanopenkrüge. Ich hab's gewusst, aber wo sind die? Ja, das sind doch keine Krüge, das sind Särge. Na egal, nehmen wir einfach mit. Neuer Abschnitt gibt den Antiquitätenhändler Kunibert die Kanopenkrüge. Sehr gut. Sehr gut. Gut, dass ich nochmal hier reingegangen bin. Nochmal geschaut habe. Siehst du? Funktioniert alles mit Ruhe. Letztes Mal war ich ein bisschen gestresst, weil ich sie nicht gefunden habe. Und dann habe ich da gesucht und da gesucht und da gesucht und wahrscheinlich irgendwas übersehen. Und jetzt kann ich ihm die Krüge fein geben. Sehr geil. Und ich glaube, ich weiß auch, woher wir das Stück Stoff bekommen. Nehme ich von hier. Von der hier, die ist doch diese Weberin. Sei grüß, Bramor, Fluchbrecher und Retter des heiligen Skarabäus. Ja, genau, das wollte ich fragen. In meiner Welt lebt eine begnadete Näherin, die von deinen Fähigkeiten gehört hat und davon träumt, mit deinem Stoff zu arbeiten. Arachne? Es schmeichelt mir, dass man in deiner Welt um meine Fähigkeiten weiß, Bramor. Hier, gib ihr bitte dieses Stück Stoff. Mit einem besten Gruß oder so ähnlich. Super. Dann haben wir hier noch den Kunibert. Hier hast du deine Krüge. Hier sind sie. Sie sind einzigartig und werden das Juwel meiner Sammlung sein. Hier für dich. Eines meiner Fundstücke. Es mag zwar wie ein einfaches Schmuckstück aussehen, aber es ist uralt und in ihm wohnen magische Kräfte inne. Feuerset, Feuerset. Danke. Vielen Dank, ich muss los, lebe wohl. Feuerset, Feuerset. Hast du noch was zu sagen? Wie kann der Retter unserer Stadt zu Diensten sein? Nein, alles klar. Gut, dann nochmal die Morgania, oder wie die hieß. Der rede ich auch nochmal. Na, süßer! Na, jetzt sind wir dann süßer, oder was? Vorher waren wir nur ein nerviges kleines Wesen, aber hast nicht mehr Neues zu sagen. Vielleicht ihr nochmal?
Meine Schwestern und ich sind einer Meinung. Du hast den heiligen Skarabäus auf bewundernswerte Weise gedient und erhältst von uns hiermit die Ehrenpriesterwürde. Außerdem möchte ich dir ein Geschenk überreichen, das diesen Status gebührend wiedergibt. Ja, auf die Ehrenpriesterwürde kann ich verzichten, wenn du mir ein Feuerset gibst. Irgendwas aus dem Feuerset, bitte. Ich fühle mich geehrt und danke dir für dieses Geschenk. Lebe wohl. Auf nimmer Wiedersehen. Hallo? Wir haben nichts bekommen. Nichts. Gar nichts. Verbessertes Feuer. Haben wir vielleicht schon mal hier irgendwas mit... Nein, Feuer ist, glaube ich, immer oben. Was wir hier alles nicht gefunden haben. Und ich glaube, wir sind wirklich schon fast am Ende angelangt. Das gibt's ja nicht. Nee, nichts verbessertes Feuerset. Hier haben wir's. Hatten wir, glaube ich, aber schon getragen. Stiefel haben wir nur Feuer. Armbänder, auch nur Feuer. Kleidung, auch nur Feuer. Ja, toll. Danke. Spiel, dass du uns so mit dem Feuerset belohnst. Gut, was habt ihr oben noch zu sagen? Wie gesagt, ich quatsch nochmal mit allen. Sei gegrüßt, Held aus einer anderen Welt. Es ist eigentlich nicht meine Art, anderen zu danken. Aber bei allem, was du getan hast, komme ich nicht umher, dir dennoch meinen Dank auszusprechen. Ja, aber wie wär's mit dem Geschenk? Gibst du nicht. Alles klar. Na, blöd. Und was ist mit dir? Ich grüße dich, Bramor. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie dankbar ich dir bin. Ich muss mich nicht länger mit ihr herumschlagen. Mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen. Ja, haben wir doch gern gemacht. War mir ein Vergnügen. Kann ich irgendwas für dich tun? Ja, Feuerset. Ich muss jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir kriegen es nicht mehr. Und deswegen schreibe ich das jetzt einfach ab. Fertig. Aus. Ende. Hier unten war noch... Ach, der Sinbad war hier noch irgendwo. Vielleicht will der noch was von uns. Hier. Sei gegrüßt, Bramor. Wusstest du, dass du mein Vorbild bist? Haha. Ja, das wusste ich. Wir sind abenteuerlustig und draufgängerisch, so wie du, Sinbad. Vorbild? Ganz genau. Mit deinen Heldentaten hast du uns alle gerettet. Ich hoffe, dass ich eines Tages so sein werde wie du. Jeder will so sein wie Bramor. Ich wusste es. Aber es ist schwer, so zu sein wie ich. Ich bin ein Unikat. Ich helfe den Leuten und verlange nichts dafür. Doch Feuerset verlange ich. Aber das haben die meisten ja leider nicht. Gut, wir reden doch mal mit allen hier unten. Ich bin für deine Hilfe unendlich dankbar. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass sich ein Fremder für arme Leute, wie wir es sind, einsetzen würde. Ja, gut. Vielleicht bis später. Oder hat er noch irgendwie was an Fragen, die er mir beantworten könnte? Nein. Alles klar. Gut. Wen haben wir noch? Ich möchte mit allen hier nochmal reden. Habe ich überall gemacht. Habe ich sowohl auf dem fliegenden Holländer, als auch in Yggdrasil. Und deswegen quatschen wir auch nochmal mit der Duniazade oder so. Tausend Dank dafür, dass du uns geholfen hast. An deiner Stelle hätte ich eine Belohnung gefordert. Ja? Nein, ich sag nichts mehr. Nein. Gut, fragen wir auch nichts mehr. So. Du bist hier alleine oben, oder? Oder steht hier noch jemand? Nee. Wen haben wir da hinten? Das bist du. Du bist Ibrahim. Ich danke dir vom ganzen Herzen, Bramor. Hast aber auch keine Fragen mehr, die wir dir stellen können. Dann haben wir hier oben noch unseren Duban. Sieht ganz so aus, als hättest du schon viel für das Abendviertel getan. Mal sehen, wie du dich weiterhin schlägst. Was? Wie ich mich weiterhin schlage? Können wir für den vielleicht auch noch eine Quest erledigen? Du wirkst besorgt. Ist alles in Ordnung? Du denkst wohl, das Leben hier unten bei den Bedürftigen ist ein Zuckerschlecken, oder? Es gibt nicht genug zu essen und zu trinken und Arbeit finde ich auch nicht, um irgendwas daran zu ändern. Naja, Essen und Trinken haben wir ja jetzt besorgt, oder? Soll ich versuchen, Arbeit für dich zu finden? Ach, du willst doch gar nicht. Hast doch nur Angst davor zu sehen, dass die Bewohner des Abendviertels fleißiger und fähiger sind als die verwöhnten Leute von oben. Ich komme nicht von hier. Mir ist es doch egal.
Wobei, für die Armen, für die Armen. Nee, in Ordnung, habe ich gesagt. Ich wollte was anderes klicken. Was? Oh nee, jetzt tut er nicht... Nein. Hast du Arbeit für mich gefunden? Noch nicht? Es gibt wahrscheinlich nicht viele Leute, die jemanden helfen wollen, der so unfreundlich ist wie du. Ich habe dich um Hilfe gebeten. Ich habe dich um Hilfe gebeten und nicht für um eine Lektion für gutes Benehmen. Haben wir da jetzt eine Quest gekriegt für Duban? Ja, hilf Duban. Befrage die Bewohner des reichen Viertels. Gut. Ich dachte, ich hätte es abgebrochen. Haben wir jetzt doch noch eine neue Quest, ey. Hier können wir noch sehr viel machen. Habe ich das Gefühl. Und einen gab es hier noch. Den Ibrahim haben wir schon gesprochen. Da gab es doch noch so einen, der so aussieht wie der Duban. Da, genau. Der hier, der Abu Hassan. Ich weiß, du hast uns schon sehr geholfen, als du den heiligen Skarabäus gerettet hast. Aber könntest du auch etwas für die mittellosen Bewohner des armen Viertels tun? Und noch eine Quest. Irgendwas bedrückt dich. Kann ich dir helfen? Wenn du schon fragst, normalerweise verkaufe ich Haare an Weber. Ach, die Haare von dem Skarabäus? Haare? Ja, sie wachsen auf dem Panzer des heiligen Skarabäus heraus. Vor kurzem habe ich eine sehr ergiebige Stelle mit viel mehr Haaren als sonst gefunden. Und zwar recht weit oben. Und wo liegt das Problem? Als ich das letzte Mal Haare abschneiden wollte, bin ich auf nistlose, oh Gott, Rochs gestoßen. Diese haarigen, weichen Stellen scheinen sich besonders gut für Jungtiere zu eignen, die gerade das Fliegen lernen. Trotz ihres zarten Alters sind sie schon ganz schön angriffslustig. Zu angriffslustig für mich. Wenn du willst, dass ich sie verjage, werde ich das für dich tun. Okay, jetzt haben wir doch noch zwei Aufgaben gefunden. Einmal die Rochs besiegen oder Rochs vertreiben. Die müssten irgendwo bei den Hahnen sein. Oder? Ach, mit der Sphinx können wir nochmal reden, bevor wir uns dann endgültig verabschieden. Ich glaube, es kann ich doch nicht mehr alles in eine Folge abhandeln. Was kann ich für dich tun, Bramor? Den Retter unserer Welt tun? Nee, was kann ich für dich... Bla, 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 bla. Egal. So, nein, kannst du auch nichts mehr tun. Gut, wir müssen die Rochs besiegen und mit den Bewohnern des reichen Viertels nochmal ein Schwätzchen halten. Aber wo sind die Rochs? Hallo, Rochsi. Rochsi, Rochsen. Da, ach, guck mal. Da sind die Haare und hier sind die Rochs. Dann mal auf sie. Das sind aber kleine, süße Vögel. Und ich denke, die gehen auch gut anzuzünden. Oder? Wie sieht's aus mit einer elektrischen Ladung? Voll in die Fresse, in die Vogelfresse. Nee, funktioniert nicht. Dann lieber Angriff. Oder wir stempeln Asiel wieder zur Heilerin ab. Heilerin. Definitiv Heilerin. Wie sieht's aus hier mit dem Feuerball? Weil Federn dürften eigentlich auch gut brennen. Ja, brennen auch gut. Sehr fein. Und wen haben wir noch dabei? Drake. Zack. Zack. Und zack. Mist, der fängt aber auch nicht an zu brennen. Ist der resistent? Das sind junge Rochs. Kleine, süße, junge Rochs, die wir jetzt töten werden. Ah ja, oder vertreiben. Oh, die ziehen aber doch ganz schön was ab. 40 ist nicht wenig. Wir sind geschützt. Schön, schön. So, dann machst du halt jetzt mal Treeman einen Angriff. Ziehst gerade die Hälfte von dem, was wir den abziehen, ab. Abziehen, ab, ab, appen, appen. Appel und ein Ei. So. Ich könnte ja mal Inferno, aber Inferno ist jetzt nicht so effektiv, weil es trifft zwar alle, aber wir wollen ja erstmal einen ausschalten. Yes, jetzt brennt er auch. Und ich glaube, ich verwende dann doch nochmal das Eisgeschoss, bevor das gar nicht mehr zum Einsatz kommt. Und das vielleicht sogar der letzte Kampf ist. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich ja nicht aus. Ich habe es ja noch nie durchgespielt. Ich schau mal. Dann setze ich lieber nochmal Eisgeschoss ein. Ja, der müsste jetzt... Ja, er fällt runter.
Schön, dann haben wir ihn wahrscheinlich doch getötet. Außer er kann sich kurz vom Boden noch auffangen. Und dann fliegt er weg in die Ferne. Auf Nimmerwiedersehen. Ach, es war jetzt nicht so effektiv. Egal. Feuerball hier. Komm. Ach nein, wir wollten ja das Eisgeschoss. Mist. Egal. Egal. Nächstes Mal. Wir sind sicherlich nochmal dran. Drake. Meteorsturm. Oh, okay. Jetzt wird es knapp mit dem Drankommen. Nein, der eine hat ja noch genug Lebensenergie. Was macht er jetzt? Ein Schwanzschlag. Mhm. Nova, komm, dreimal angreifen. Was soll's, wir haben noch genug Lebensenergie. Brauchen wir jetzt noch nicht zum Heilen? Hier, Eisgeschoss. Zweimal und dann hau ich nochmal Feuerball hinten dran. Oh, ist aber auch gut. Das ist auch gut und das ist noch nicht aufgepowert. Sehr schön. Haben wir besiegt. Und wir sind sogar noch mal eine Stufe gestiegen. Geil. So einfach geht das. Wir nehmen natürlich unser Eisgeschoss. So. Gut, ich glaube nämlich nicht, dass wir noch weiter aufsteigen. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, aber ich bezweifle es. So, wir sollen hier für den Arbeit finden. Deswegen schau ich mal. Jin, was? Wüstenfuchs? Hä? Dein Liebster? Was? Jin? Warum hat dich der Jin verflucht? Ach, der haben wir noch gar nicht so gequatscht. Weil er in mich verliebt war und ich meine Liebe nicht erwidert habe. Ich habe es ihm mehrmals gesagt, aber er wollte es einfach nicht wahrhaben. Er war überzeugt davon, dass er mein Herz eines Tages erobern könnte. Mein Herz gehörte bereits jemandem, und zwar einem Bewohner des Abendviertels, der mit Hilfe des Spiegels aus einer fernen Welt in die Stadt der Illusionen geflohen war. Als der Jin das herausfand, wurde er rasend vor Wut. Ja, jetzt würde ich gerne mal wissen, wer dein Liebster ist. Und was ist mit deinem Liebsten geschehen? Dieser gemeine und grausame Jin hat ihn in den Spiegel gebannt und damit aus der Stadt gejagt. Dann fragte er mich ein letztes Mal, ob ich ihn liebe. Ich war so traurig und konnte meine Tränen nicht verbergen. Da wusste er Bescheid. Ja, jetzt kennen wir auch die Geschichte von der und ich muss los. Ich muss nämlich Arbeit finden für unseren Guten. Hast du noch Arbeit? Arbeit, Arbeit. Ich versuche, für einen Bekannten aus dem Armenviertel Arbeit zu finden. Er ist zwar manchmal ein bisschen griesgrämig, aber ein fähiger Mann und hoch motiviert. Du kannst nicht zufällig Verwendung für ihn finden, oder? Ich habe nicht gerade viel Geld und wüsste auch nicht, was er für mich tun könnte. Aber bestimmt gibt es Leute in diesem Viertel, die eine helfende Hand gut gebrauchen könnten. Ja, ich glaube nämlich der Antiquitätenhändler. Der hat auch hier ein Geschäft und eine Aushilfe wäre vielleicht nicht schlecht. Du hast nicht zufällig Arbeit für einen Bekannten von mir aus dem Armenviertel, oder? Er ist zwar ein bisschen griesgrämig, aber sehr fleißig und hochmotiviert. Das kennen wir schon. Da muss ich leider enttäuschen. Das Geschäft läuft nicht mehr so gut, seit es um die Stadt so schlecht steht, bestellt ist. Ich kann mir eine zusätzliche Arbeitskraft nicht leisten. Schade. Tja, da kann man wohl nichts machen. Ich werde schon jemanden finden, der ihn einstellt. Ja, hoffe ich. Ja, wer stellt schon den Kriegskram ein? Der kündigt nach ein paar Tagen wieder. Wir haben hier die zwei noch. Ach, guck mal, vielleicht der Pflanzenliebhaber. Pflanzen, was? Brauchen deine Pflanzen eigentlich immer noch Wasser? Meine Pflanzen? Heißt das, du würdest dich um sie kümmern? Wirklich, das ist ja großartig. Du bist einfach ein Schatz. Danke, 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 danke. Ein Kuss wäre nicht schlecht. Aber wir haben vielleicht jemanden, der sich um die Pflanzen kümmert. Du hast da was falsch verstanden, aber zufällig wüsste ich jemanden aus dem Armenviertel, der Arbeit sucht. Er hätte großes Interesse. Komm schon, spring drauf an. Aus dem Armenviertel mag er Pflanzen? Jeder mag Pflanzen, oder? Er hat zwar vielleicht ein dunkles Gemüt, dafür aber einen grünen Daumen, das versichere ich dir. Nun gut, ich denke, meine armen Lieblinge brauchen einfach jemanden, der sich um sie kümmert. Ganz egal, wo diese Person herkommt. Ausgezeichnet, ja, ausgezeichnet.
Egal, ob reich oder arm, Hauptsache die Person kümmert sich gewissenhaft um deine Pflanzen. Ich werde ihm sofort Bescheid geben. Und so haben wir nochmal Integration von arm und reich begonnen. Vorgenommen, wollte ich sagen. So, jetzt haben wir 2 Quests noch zum Abgeben. Sehr schön, dann ist die Zeit auch schon fast wieder zu Ende. Dann haben wir doch noch ein bisschen was abgeschlossen. Huch, Ibrahim, wo sind denn die? Da hinten ist einer von denen. Und zwar haben wir hier den Abu Hassan. Und hast du dich um die Jungvögel gekümmert? Sie werden dir keine Schwierigkeiten mehr bereiten. Du kannst also mit der Ernte fortfahren. Baldr al-Dine wird sehr erfreut darüber sein. Du hast wahrlich eine Heldentat vollbracht. Hier, nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich danke dir. Bestimmt wird sich dein Geschenk als nützlich erweisen. Und wenn ich jetzt nicht mehr drauf gehofft habe, bekomme ich das scheiß Feuerset doch. Ziehen wir an, oder? So, hau mal hier. Schulterpolster, bessere, ne? Rüsten wir aus. So. Super, sind wir noch mehr geschützt. Und jetzt haben wir noch eine Quest abzugeben. Und das war's dann hier im Armenviertel. Nee, aber wo ist der? Bist du das da? Ja, da haben wir ihn. Wir haben Arbeit für dich. Und hast du Arbeit für mich gefunden? Arbeit, Arbeit. In der Tat, Al-Shamadal Al-Bababa sucht einen Gärtner. Wäre das was für dich? Ob das etwas für mich wäre, denkst du etwa, ich hätte eine Wahl? Natürlich würde ich die Stelle sofort annehmen. Für wen hältst du mich eigentlich? Für einen kriesgrämigen, nichtsnutzigen... Ja, was bist du überhaupt für ein Fabelwesen? Auch ein dicker Elf einfach. Ich fasse das mal als deine ganz persönliche Art auf, Danke zu sagen, und will dich bei deiner Schimpferei nicht weiter stören. Super, und nochmal geil, Stiefel aus verbessertes Feuerset. Wir haben, glaube ich, jetzt das ganze Feuerset zusammen. Nein, uns fehlen noch die Armbänder. Also das Feuerset haben wir schon, aber leider noch nicht das verbesserte. So, sehr schön. Jetzt haben wir es alles abgeschlossen. Geilo Milo. Und wir haben jedem jetzt hier im Armenviertel eigentlich geholfen. Normalerweise müssten die uns nochmal super danken. Aber okay. So, geil. Jetzt haben wir hier die Quests auch abgeschlossen. Supi, es freut mich richtig. Das freut mich. Und dann werden wir wahrscheinlich das nächste Mal mit Oberon sprechen. Für dieses Mal beende ich jetzt erst aber die Folge. Ach ja, ich bin so froh, dass wir die Quests vollendet haben jetzt hier. Schön. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge Fairy Legends of Avalon. Ciao!